Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der 75 mm Figur Harald Hardrada von RP Models. RP Models ist noch ein relativ junger Hersteller, der sich auf Riesenfiguren spezialisiert hat. Die haben viele Büsten und auch Figuren im relativ großen Maßstab aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, aber sie haben auch ein paar Figuren aus der Antike und aus dem Mittelalter, was ich persönlich besonders reizvoll finde. Und da habe ich mir unter anderem den Harald Hardrada geholt. Den habe ich relativ günstig auf einer Modellbaumesse kaufen können. Dieser Harald Hardrada oder Harald der Dritte von Norwegen, das ist eine recht interessante historische Persönlichkeit. Der war immer irgendwie am Kämpfen, war so ein richtiges Raubein. War auch als Söldner in Osteuropa und im Byzantinischen Reich tätig, hat dann nach seiner Rückkehr nach Norwegen diverse Königreiche, die so anliegend waren, beansprucht, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Und ja, der letzte Krieg, den er dann gefochten hat, das war der Krieg um die englische Krone. Da wurde er allerdings in der Schlacht von Stamford Bridge im Jahr 1066 von dem englischen König Harold besiegt und fand dabei den Tod. Und ein paar Tage später hat dann der Harold nochmal gegen den Wilhelm, den Eroberer, kämpfen müssen und da hat der dann verloren. Und deswegen konnte der Wilhelm, der Eroberer, dann auch fleißig erobern. Ist wirklich sehr interessant, dieser Harald hier, der gilt so ziemlich als letzter einflussreicher Wikingerherrscher. Also man kann sagen, mit dem seinem Tod endet dann auch so die Wikingerzeit in groben Zügen. So, genug vom Geschichtsunterricht, schauen wir uns jetzt den Bausatz an. Die Schachtel ist auf jeden Fall schon mal sehr stabil, das finde ich gut. Die Resinteile können durchaus relativ empfindlich sein. Dann finden wir hier gleich auch schon mal einen Zettel mit noch mehr Hintergrundgeschichte. Also man kann da noch viel mehr sagen, als ich das getan habe. Die Rückseite dient als Echtheitszertifikat. Maßstab 75 mm, das ist die Nummer 125 von 300. Ich wusste gar nicht, dass die limitiert sind. Ja, mit der Unterschrift. Das ist ganz nett. Und ja, die Bauteile sind hier relativ gut geschützt. Mit Folie und diesen Schaumstoffklötzchen. Finde ich gut. Da ist alles beieinander. Und gut geschützt vor irgendwelchen Beschädigungen. Schauen wir uns jetzt die Bauteile an. Hier der Torso mit den Beinen schon dran. Hier gibt es wirklich enorm viele Details zu bewundern. Die Rüstung, das Waffengehänge, da ist wirklich alles da. Und es ist schärfstens detailliert und sieht auch noch natürlich aus. Also ich glaube, ich habe bei Resin- oder Metallfiguren oder Plastikfiguren noch nie eine höhere Detailfülle gesehen. Ja, das Waffengehänge ist super einfach. Allein das schon ist grandios. Und die Lamellenrüstung hier, da kann man richtig sehen, wie die mit so Lederriemen zusammengehalten wird. Das Kettenhemd, was hier rausschaut, auch sehr fein wiedergegeben. Auch die Rückseite ist voll detailliert, obwohl der einen Mantel trägt. Da sieht man später so gut wie nichts mehr davon. Aber es ist auf jeden Fall da. Das finde ich, ist ganz gut. Auch die Hose hat eine ganz leichte Stofftextur. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber das sieht richtig gewebt aus. Ja, wirklich sehr beeindruckend. Beinschienen, auch schön gemacht. Auch hinten mit den Riemen und so, alles da. Zum Versäubern gibt es sehr wenig. Sind nur hier diese vier Punkte. Und hier drin hat es auch noch so einen kleinen Anguss. Und hier zwischen den Beinen hat es ein bisschen Fischhaut, aber die ist leicht zu entfernen. Also das Ganze zeigt sich auf sehr hohem Niveau. Was den Zusammenbau auch sehr vereinfacht, sind hier diese Passungen für die Arme und für den Kopf. Das finde ich ist eigentlich sehr gut gelöst. Vor allem, weil man dadurch eben vermeiden kann, dass man irgendwie was spachteln muss oder so, weil sich das ja hier so rein versenkt. Das finde ich ist sehr, sehr clever gemacht. Jetzt, wenn ich hier gerade schon den Kopf in der Hand habe,
Sehr schöner Wikingerhelm hier mit der Kettenrüstung als Nackenschutz. Ja, das Gesicht sieht auch ziemlich markant aus. Ist aber sicherlich leichter zu bemalen wie die Gesichter von anderen Figuren. Also das ist vielleicht durchaus auch was für Anfänger. Weil ich fand immer, vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich fand immer, dass so Rüstungen sich deutlich leichter bemalen lassen. Weil das sind ja Metallteile, die malt man halt dann einfach an mit so einer Stahlfarbe und gut ist. Bei der Kleidung oder bei einem Gesicht, da muss man viel mehr schattieren. Und so eine Rüstung ist meistens ein bisschen einfacher. Auch die Arme sind sehr schön detailliert. Hier haben wir auch wieder diese Kettenhemdtextur und auch diese Armschienen. Kann man richtig sehen, wie die hier zusammengeknotet sind. Also das ist auch top gemacht wieder. Man muss da nur ein bisschen den Zapfen kürzen, dass sich das Ganze auch in den Ärmel sauber rein versenkt, weil man sieht hier, diese Kettenhemdtextur, die geht nicht bis ganz zu Ende. Das heißt, da schaut ein bisschen was raus, aber einfach den Zapfen kürzen und dann geht es tiefer rein und dann sollte es passen. Hier das Schwert ist sehr dünn und auch ein bisschen krumm. Das muss man ein bisschen ausrichten, da weiß ich auch nicht genau, wie ich das machen würde, aber krummes Schwert sieht ein bisschen komisch aus. Ja, die Hand sieht spitze aus, da sind keine Makel zu sehen. Und auch hier haben wir wieder eine sehr gute Passung. Also das ist ganz gut gemacht. Da reicht ein Tropfen Sekundenkleber und dann ist es beieinander. Der anderen Hand, da hält er ja so einen Vogel. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Der Vogel, dem fehlt ein bisschen die Spitze vom Schnabel, aber das ist nicht weiter schlimm. Hier auch mit so einer brennenden Lunte. Die Hintergrundgeschichte dazu ist, der hat mal eine Stadt belagert und konnte es nicht einnehmen und es sei wohl so gewesen, er hatte dann die Idee, praktisch Vögel mit brennenden Lunden auszustatten, weil er beobachtet hat, dass die Vögel immer gern auf den Strohdächern sitzen. Und auf diese Art und Weise konnte er dann anscheinend die Stadt in Brand setzen und dann auch einnehmen, natürlich. Klingt ein bisschen fies, aber das waren halt einfach dunkle Zeiten. Da war jedes Mittel recht. Hier haben wir den Mantel, den haben wir ja vorhin schon kurz gesehen. Der ist auch innen voll detailliert. Nur hier unten gibt es ein bisschen was zum Versäubern. Die Passung mit der Figur selber ist hervorragend. Allerdings müssen wir hier oben das Ganze auf jeden Fall ein bisschen versäubern und verspachteln, dass es da einen sauberen Übergang gibt. Zum Bemalen ist es dann allerdings sinnvoll, das separat zu lassen. Da weiß ich dann noch nicht, ob man da vielleicht das teilweise bemalen sollte, dann zusammenbauen, das hier verspachteln und dann weiter bemalen. Das ist, glaube ich, ja, die sinnvollste Methode. Mein persönliches Highlight in dem Bausatz ist der Wikingerschild. Super Holztextur und auch von dem Metall hier mit dieser Delle und diesem Schnitt. Diese richtige Kerbe reinkaut worden. Also das sieht toll aus. Auch die Rückseite ist detailliert, sofern man es sehen kann. Das kommt ja hier dann so auf den Rücken. Genau. Auch toll gemacht. Also da kann man sich bei der Holzbemalung auf jeden Fall sehr gut austoben und auch hier diverse Metalltöne verwenden. Da diese Fabelwesen wirken vielleicht ein bisschen klobig, aber ich denke, das ist durchaus realistisch. Sieht auf jeden Fall sehr wikingermäßig aus und mir gefällt's gut. Schauen wir uns jetzt noch alle übrigen Teile an. Hier die Schwertscheide. Gibt es ein bisschen was zum Versäubern, aber ist nicht weiter schlimm. Auch hier haben wir wieder so einen Passstift, der sehr gut passen sollte. Jawohl. Legt sich sehr schön an. Hier unten an der Hose haben wir auch noch eine Aussparung, wo die Schwertscheide so anliegt. Da muss man halt sicherstellen, dass das wirklich perfekt sitzt. So wie es jetzt ist, sieht es ein bisschen komisch aus. Das muss man ein bisschen besser anpassen noch.
Ist aber nicht weiter schlimm. Dann haben wir hier einen Sachs, so nennt man diesen Dolch. Das ist ein nordgermanischer Dolch, der ja, seit der Spätantike eigentlich im Einsatz war. Und auch hier sitzt es ganz schön. Muss man auch hier ein bisschen die Fischhaut wegmachen, aber das ist auch harmlos. Und dann liegt hier auch noch so eine dänische Axt bei. Der Holzgriff sieht ein bisschen grob aus. Ich glaube nicht, dass eine Kriegswaffe wirklich so, ja, so ein runtergekommenes Stück Holz wäre. Aber gut, was weiß ich schon über die Wikinger. Da weiß ich allerdings auch nicht, wo an der Figur die Axt zum Einsatz kommen soll. Da ist kein Platz, glaube ich, soweit ich das sehen konnte. Aber es liegt auf jeden Fall bei. Und vielleicht kann man ja da kleinere Umbauten machen, dass er vielleicht statt dem Schwert diese Axt trägt oder so. Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Hier seht ihr nochmal alle Teile zusammen. Viel ist es nicht. Und die meisten tollen Details finden wir auch an den Teilen selber. Also die entstehen nicht durch ja, Zusammenbau, sondern sind einfach schon angegossen. Und das ist eben das Schöne bei Resin und vor allem bei so einem modernen Resinguss, dass man da einfach ja, Details herbringt, die man im Plastikspritzguss oder auch aus Zinn oder so nie erreichen könnte. Also gegenwärtig sehe ich Resinfiguren eigentlich bei der Detailfülle auf jeden Fall auf Platz 1. Also da ist mittlerweile so viel möglich, das konnte man sich vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen. Ich bin von der Figur absolut begeistert. Ich habe auch detailmäßig selten was Besseres gesehen bisher, wenn überhaupt. Also wirklich Bestnote. Auch das Thema Wikinger ist hervorragend gewählt. Das ist eine sehr interessante Epoche, wo sehr viel passiert ist in Europa. Und da waren die Wikinger nicht ganz unbeteiligt dran. Also auch von dem geschichtlichen Aspekt ist es immer interessant, sich da damit ein bisschen zu beschäftigen. Da ich mich persönlich auch mit der Bemalung von Rüstungen relativ leicht tue, sollte das jetzt auch eine Figur sein, die gar nicht mal so schwierig ist. Also ich persönlich habe da, glaube ich, keine Probleme. Und ich habe da auch ein paar interessante Farben, wo man so Metalleffekte und Glanz und so herstellen kann. Das möchte ich da mal ausprobieren und da ist das eben perfekt geeignet dazu. Leider ist die Figur nicht ganz billig. Je nachdem, wo man schaut, kostet die so zwischen 30 und 45 Euro. Das kann doch ziemlich schwanken. Wenn man jetzt im Internet schaut, bei eBay oder auch bei Händlern, dann ist es meistens relativ teuer. Auf Messen sind die gar nicht mal so teuer. Also da konnte ich ganz gute Schnäppchen machen. Ich habe auch den Viriatus mir geholt auf einer Messe, auch für einen sehr guten Preis. Also da lohnt es sich wirklich, wenn man da auf Messen geht und nicht so sehr im Internet schaut. Zumindest wenn man die Möglichkeit hat dazu. Nicht jeder hat da die Möglichkeit, das verstehe ich auch. So für 45 Euro, das ist ein bisschen viel, aber so für 30, 35 Euro finde ich, das kann man sich schon mal gönnen, vor allem bei der Top-Qualität. So viel zu den Wikinger. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.